So I will introduce Zilan Yagma, who has studied political science at the University of Marburg and has been very much involved with women's freedom and the struggle of youth. Since 3 years, is active in the YXK and the JXK. The floor is yours, Zilan. Könnt ihr mich hören? Ja. Yeah. Rojbash. Bevor ich beginne, möchte ich alle revolutionären Jugendlichen grüßen, die heldenhaft Widerstand gegen das bestehende System leisten und alle diejenigen, die den Jugendgeist nicht verloren haben und somit ihre Hoffnung weiterleben lassen. Ebenfalls möchte ich an alle gefallenen Genossinnen international erinnern und unsere gefallenen Freundinnen, die letztes Jahr in Sur, Jizir, Nusaybin, Rojava ihr Leben für eine bessere Welt gelassen haben. Auch alle Teilnehmerinnen dieser Konferenz möchte ich nochmals im Namen der Jereke und Jereke herzlich begrüßen. Diese Konferenz, dessen diesjähriger Titel Widerstand, Rebellion und Aufbau des Neuen ist, ist auch gleichzeitig das Thema meiner heutigen Rede. Und diesbezüglich möchte ich nochmal betonen, wie wichtig diese Konferenz ist und was wir eigentlich schon mit dieser dritten Konferenz alles erreicht haben. Wir haben heute hier nicht nur Menschen aus Europa, sondern aus der ganzen Welt. Und somit zeigen wir eigentlich die Rebellion, den Widerstand und den Aufbau des Neuen, weil wir gemeinsam einen Kampf leisten. Hunderte kurdische Familien öffnen über das Wochenende ihre Türen und symbolisieren somit auch, dass wir diesen gemeinsamen Kampf führen. Denn eines hat die kurdische Bevölkerung verstanden: Wenn wir gewinnen wollen gegen das bestehende System, dann müssen wir gemeinsam kämpfen. Denn der Feind, der ist derselbe. Jahr für Jahr nähert sich das kapitalistische System seinem Höhepunkt der Existenzkrise. Nach dieser Krise wird sich auch dieses Mal entscheiden, ob sich das bestehende System erneuert oder die demokratischen sozialistischen Werte es schaffen, ein für alle Mal dieses System in die Vergangenheit zu treiben. Dieses Jahr und mit dieser Konferenz werden wir gemeinsam ein weiteres Kapitel in unserem Buch der demokratischen Zivilisation schreiben. Berhodan Jiane. Diese zwei Wörter, was Widerstand heißt Leben bedeutet, ruft die kurdische Bevölkerung seit Jahrzehnten. Diese zwei aneinandergereihten Wörter beinhalten jedoch Geschichte, die Hunderte von Büchern füllen kann und eine Ausdrucksstärke, die jeden und jede von uns immer wieder von Neuem beflügelt. Von den Gefängniswiderständen 82 in Ahmet bis zu den Straßenkämpfen 34 Jahre später in Jizir leistet diese Bewegung schon Widerstand. Diese Widerstandskultur trägt den Geist der gefallenen Freundinnen. Und aus diesem Grund möchte ich auf dieser Konferenz nochmal an die Gefühle appellieren. Denn zu oft verlieren wir den Überblick und vertiefen uns auf wissenschaftliche Analysen und wissenschaftliche Theorien und drängen somit auf der Suche nach Fakten, die uns zu wissenschaftlichen Prüfungen unterziehen, verlieren wir somit oft die Gefühle, die aber in einer Revolution eine sehr große Bedeutung tragen.
Was uns also fehlen, sind die menschlichen Gefühle, um zu begreifen. Der Mensch ist nämlich ein unglaubliches Wesen. Er hat sich von seiner Existenz in eine neue Dimension gebracht, wo er die Welt kontrollieren möchte, alles um sich herum, die Menschen, die Natur, zum Objekt deklariert und sich selbst zum Objekt, zum Subjekt ernannt. Aber bedeutet das alleinige Existieren, also das Dasein, auch Leben? Deshalb möchte ich eine philosophische Frage in meiner Rede aufnehmen, die viele von uns kennen. Das ist die Frage nach dem Sinn des Lebens. Jeder Mensch hat mindestens einmal in seinem Leben, bestimmt auch öfters, über diese Frage nachgedacht. Was ist der Sinn meines Lebens? Doch über eine viel wichtigere Frage wurde selten philosophiert. Diese wichtigeren Fragen wären: Leben wir? Wann leben wir? Oder wie leben wir? Lenin wollte dieser Frage auf den Grund gehen und schrieb ausführliche Analysen über politische Praxis. Reber Apo verfeinerte und vereinfachte die Frage auf: Wie leben, was tun, wo anfangen? In der kapitalistischen Moderne sehen wir heute, dass das Leben für uns unmöglich geworden ist. Und nur der Kampf gegen das bestehende, vorherrschende System hält uns eigentlich am Leben, zeigt uns Tag für Tag, dass eine bessere Welt möglich ist. Nur unser Widerstand gegen alle Fesseln des Systems können uns überhaupt daran erinnern, dass wir noch leben. Das hatte Rosa Luxemburg schon vor 100 Jahren versucht, uns zu erklären. Und auch die Worte der Genossin Rosa können wir auf die zwei Worte Berchodan Jiane verkürzen. Diese zwei Worte, die durch die kurdische Bewegung so viel Aufmerksamkeit erlangt haben, tragen somit die ganze Widerstandsgeschichte in sich. Deshalb sehen wir uns nicht getrennt von anderen Kämpfen oder revolutionären Prozessen, sondern haben dieses Bewusstsein, dass wir eine Weiterführung dessen sind und dass alle Kämpfe miteinander in Verbindung stehen. Denn der Feind, der hat heute viele Gesichter. Er klassifiziert nicht nur Menschen, sondern vergiftet jede bewohnte Zelle dieser Erde. Die Widersprüche zwischen Arbeit und Kapital, also zwischen Proletariat und Bourgeoisie, beherrschten im 19. Jahrhundert die Auseinandersetzung. Diese Widersprüche haben sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verallgemeinert und neue Formen angenommen. Er ist umfassender geworden. Die Art der Ausbeutung und Herrschaft ist unglaublich verfeinert und perfektioniert. 1% heute der Weltbevölkerung hat mehr als 99%. Hier in Deutschland ist jeder fünfte Mensch bedroht von Armut. Umweltzerstörung, Klimawandel, Bevölkerungswachstum führen zu einem Kollaps des Ökosystems. Das Chaosintervall der kapitalistischen Moderne spitzt sich Tag für Tag zu und zerstört somit Mensch, Natur und Gesellschaft. Denn die kapitalistische Moderne hat die Gesellschaft zerstückelt, sie in Individuen zerteilt und somit die Kraftquelle ihres Lebens erloschen. Alle Individuen an sich gebunden und somit eine homogenisierte Gesellschaft geschaffen, die sich nicht mehr verteidigen kann. Sie ist ihrer Verteidigung sozusagen entnommen. Die Ergebnisse des Kapitalismus sind allen gegenwärtig. Wir können sie überall sehen, wenn wir die Straßen langlaufen und die leeren Blicke der Menschen sehen. Wenn wir die Menschen sehen, die aus anderen Ländern flüchten von den Kriegen und kein Obdach mehr haben und in Europa vor den Bahnhöfen schlafen müssen, dann ist das auch ein direkter Hinweis auf das System und der kapitalistischen Moderne und wie tief verankert es ist, dass es uns nicht mal interessiert,
dass diese Menschen unter diesen Umständen leben müssen. Wir haben somit keine andere Wahl, als Widerstand zu leisten, zu rebellieren und das Neue aufzubauen. Aber all dies braucht ein Bewusstsein. Denn erst wenn einem etwas bewusst ist, kann auch ein Widerstand folgen. Erst dann kann man auch Widerstand leisten. Wer sich dem Übel aber bewusst ist, aber nicht handelt, der macht sich schuldig. Schuldig vor der Menschheitsgeschichte, schuldig vor allen revolutionären Prozessen, die begonnen worden sind. Somit sind Widerstand und Rebellion zwei ineinandergreifende Arme, die nicht voneinander getrennt werden. Man könnte sie als zwei ineinandergreifende Zweige sehen. Eine Pflanze, die eigentlich eine revolutionäre Pflanze ist und blühen muss, aber dafür einen Boden braucht, einen nährhaften Boden. Und dieser nährhafte Boden ist, auf der diese Pflanze wachsen kann, eigentlich der Aufbau des Neuen. Denn der Aufbau ist gleichzeitig die mentale Revolution. Die mentale Revolution der Gesellschaft. Denn das Überwinden des Systems ist nicht nur eine strukturelle Frage, sondern eine Mentalitätsfrage. Somit können wir den Kapitalismus nur erfolgreich bekämpfen und überwinden, wenn wir auf allen Ebenen rebellieren, uns organisieren und eine Alternative leben und bieten. Somit muss zu allen bestehenden Institutionen des Staates Alternativen geben. Überall muss es möglich sein, die demokratische Moderne ins Leben zu rufen und sie leben zu lassen. Denn wenn wir davon ausgehen, dass die Demokratie eine im Wesen außerstaatliche, gegen die Verstaatlichung gerichtete kommunale Lebensform ist, dann müssen wir auch eine Demokratie fordern, die durch die Gesellschaft etabliert wird. Wir brauchen also ein Gesellschaftssystem, das alle Identitäten anerkennt, sie anerkennt, die Vielfalt sieht und diese auch verteidigen kann, diese auch schützt. Aber es muss die Abhängigkeit aller Menschen zum Staat, zum vorherrschenden System gebrochen werden und reduziert werden. Sie müssen über ihren eigenen Lebensbereich entscheiden können. Sie müssen zu einer gestaltenden und gleichzeitig zu einer lösenden Kraft werden können, also zum Subjekt der Revolution. Erst dann kann die entscheidende Kraft und der Fetischcharakter des Staates wirklich erstickt werden. Denn der Staat zieht und bindet alles an sich, was sich innerhalb seiner Grenzen bewegt. Es gab viele Proteste, Kämpfe und Widerstände, jedoch wurden alle vom Kapitalismus und Patriarchat absorbiert. Aber das hatte den Grund, dass eben dieses Neue nicht aufgebaut worden ist. Man hat es nicht geschafft, ein Gesellschaftssystem zu etablieren, was eine Mentalitätsrevolution auch hervorbringt. Erst wenn wir es schaffen, in das System, also neben den staatlichen Strukturen, auch Strukturen aufzubauen, die demokratische Werte verkörpern, erst dann können wir Löcher in das bestehende System bohren. Und diese Löcher auch, wenn wir die Kraft dazu haben, ausweiten und somit die kapitalistische Struktur umso schwächer machen und unser System stärken. Wir können heute auch in Rojava und Baku diese Erfolge sehen, dass wenn man durch einen starken Widerstand leistet, einen festen Glauben hat, dass eine Revolution möglich ist, dass eine Veränderung möglich ist. Aber wir müssen ebenfalls akzeptieren, dass ohne unsere eigene Veränderung, die Veränderung jedes Individuums, keine Revolution möglich ist. Wir müssen erst an uns selbst fassen und uns die Frage stellen, inwieweit bekämpfe ich eigentlich das System in mir? Hiermit möchte ich auf den Menschen vermerken, der diese Veränderung am stärksten austrägt, dieses Paradigma am stärksten lebt,
Ein Mensch, mit dem Millionen verbunden sind und tausend Leute seine Schriften lesen. Ein Mensch, der für die Freiheit der Menschheit vom Individuum zum kollektiven Geist wurde. Ein Mensch, der die Alternative in Rojava möglich macht. Dieser Mensch ist Abdullah Öcalan, der seit 1999 auf der Gefängnisinsel İmralı inhaftiert ist. Aber wenn wir an diese Revolution, diese Ideen und an eine Utopie glauben, dann ist es unsere erste revolutionäre Pflicht, seine Freiheit zu fordern. Sie können seine Bilder verbieten, Sie können die Slogans verbieten, aber niemals werden Sie es schaffen, diese Ideen verbieten zu können. Denn Ideen, sie leben weiter. Die Ideen sind heute hier im Raum. Wir haben vielleicht hier ein Poster von Rebe Rapo, aber diese Ideen leben heute hier. Sie können diese Ideen nicht verbieten. Sie können uns diesen revolutionären Prozess nicht verbieten. Die kurdische Bewegung ist eine universelle Bewegung, die sich immer wieder durch neue Perspektiven, Diskussionen erweitert und dies direkt auch in der Praxis leben lässt. Das ist auch der Grund, warum die kurdische Bewegung nicht dem Dogmatismus verfällt und am Leben bleibt. Das ist auch der Grund, warum die Bewegung es als notwendig erachtet hat, das alte Paradigma in Frage zu stellen und nach neuen Perspektiven zu suchen und diese zu diskutieren. Denn unser Verständnis von Leben und Gesellschaft ist weder starr noch homogen. So wie der Frühling nach dem Winter die Kälte vertreibt und dafür sorgt, dass die Welt in seinen Farben blüht, so braucht auch die Gesellschaft eine treibende Kraft, die immer wieder die rückständigen Mentalitäten und rückständigen Verhalten aus der Gesellschaft heraustreibt. Und das ist die Jugend. Der Staat versucht am stärksten, die Jugend anzugreifen. Denn er weiß ganz genau, die Jugend ist dynamisch. Die Jugend ist offen für Veränderungen. Die Jugend ist die treibende Kraft, der Motor der Revolutionen. Die Jugend hat es immer wieder geschafft, revolutionäre Prozesse voranzutreiben. Die Jugend hat immer alles in Frage gestellt und das Bestehende kritisiert und nach neuen Lebensformen gesucht. Aus diesem Grund ist die Jugend eine Eigenschaft, die wir von Natur aus demokratisch bezeichnen können. Dafür gibt es auch viele Beispiele. Ein Beispiel wäre, dass schon im frühen Alter Jugendliche versuchen, durch Klicken und Bandenbildungen, durch Gangs, eigentlich das bestehende System in Frage zu stellen und auf der Suche sind nach einem einer kollektiven Eigenschaft, kollektiven Werten und Normen und eigentlich bemerken, das ist eigentlich die Phase, wo der Jugendliche, der Mensch, eigentlich bemerkt, dass das Bestehende in Frage zu stellen ist, weil er nicht individuell leben kann. Genau in diesem Alter schafft aber das System, diese Cliquen, diese Gangs in falsche Richtungen zu drücken, durch seine Ideologien. Aber was das kapitalistische System nicht vergessen darf, ist, dass der Mensch ein Gesellschaftswesen ist, dass der Mensch immer auf der Suche nach der Wahrheit ist, nach der Freiheit. Und dass man diesem Menschen vielleicht falsche Wahrheitsbilder aufzeigen kann, falsche Wahrheiten in die Köpfe pflanzen kann, aber niemals das Wort, was wir als Freiheit und Wahrheit definieren können, ist Hakikat. Niemals kann man Hakikat vertäuschen. Denn die Wahrheit kommt immer irgendwann ans Licht. Und der Mensch wird auch niemals seine,
seine Bedürfnisse nach einem kollektiven Leben wirklich in Vergessenheit bringen können. Denn die gesamte Stärke des Menschen ist die Gesellschaft und dessen Werte und Normen. Um die Frage nach dem Sinn des Lebens zu beantworten, der Sinn unser aller Leben ist die Vollkommenheit durch Verwirklichung. Diese Verwirklichung ist das Streben nach Freiheit und Wahrheit, welches die Gesellschaft revolutioniert, sie verbessert, um etwas zur Entwicklung dieser Gesellschaft beizutragen. Dieses Streben des Menschen ist ein nie endender Kampf, um letztendlich mit diesem Kampf zu verschmelzen und Schritte in Richtung Wahrheit und Freiheit zu ermöglichen. Die kurdische Bewegung ist deshalb eine Bewegung der Jugend, aber nicht nur der Jugend, sie ist auch die Bewegung der Frauen. Denn auch die Frau ist eine Identität, die seit über 5000 Jahren angegriffen wird. Und die Menschheitsgeschichte legt uns offen, dass der Kapitalismus durch den Patriarchat begründet ist. Denn auch die Frau hat gesellschaftliche, demokratische Werte, ökologische Werte, die sie immer noch von der natürlichen Gesellschaft in sich trägt. Und das ist eine Gefahr für dieses System. Und es ist bis heute noch das Gegengift zum Patriarchat und zum Kapitalismus. Denn der Kapitalismus und Patriarchat sind eng verflochtene zwei Zweige, die immer wieder miteinander agieren. Deshalb sind die Angriffe auf die Frau und die Jugend am stärksten. Beide Identitäten werden deshalb latente Freiheitsbilder auferlegt, um ihre Wahrheit zu verfälschen. Wir werden unserer gesellschaftlichen Stärke beraubt, indem eine unglaubliche Individualisierung stattfindet. Wir werden unserer Geschichte beraubt und gleichzeitig verlieren wir unseren Glauben und die Überzeugung. Die Wahrheit und die Freiheit werden durch staatliche Definitionen ersetzt. Die neue Wahrheit ist die Geschichte der kapitalistischen Moderne, die nur die Geschichte der Gewinner und Männer erzählt. Die neue Freiheit ist der einsame Mensch, der niemanden trauen kann, außer dem Staat. Und dieser Staat nimmt dem Menschen die Legitimation, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und vereinnahmt seinen kompletten Willen. Die Jugend bemerkt das am stärksten. Dieses falsch inszenierte Leben bemerkt die Jugend am stärksten und versucht, aus diesem Gefängnis auszubrechen. Das staatliche Denken hat das Selbstbewusstsein der Menschen gebrochen. Sie können nicht mehr mutig sein. Sie können nicht mehr an Utopien glauben. Sie können nicht mehr selbst gestalten. Sie können nicht mehr kämpfen. Diese falsche Entfaltung der Persönlichkeit kann eine gewisse Zeit die menschliche Bestrebung nach Freiheit und Glück unterdrücken, aber nie ganz aufheben oder ersetzen. Denn Hakikat, was wir als Wahrheit übersetzen können, ist eine glühende Liebe, die sich bei jedem Funken des Widerstandes in ein brennendes Feuer verwandelt. Dieses Feuer des Widerstandes ist eine Kultur der Aufstände. Wir müssen also die glühende Liebe, die wir im Herzen tragen, zum Brennen bringen und unsere revolutionären Pflichten nachgehen. Wir müssen das Bestehende ablehnen, komplett ablehnen, ein vom System losgelöstes Leben beginnen, also die Alternative, von der wir immer sprechen, leben und leben lassen. Und genau dort müssen wir eigentlich auch anfangen. Der Jugend und der Frau fällt deshalb eine große revolutionäre Pflicht zu. Also lasst uns darüber reden, wie wir leben, was wir tun und wann wir anfangen. Ich möchte noch den Widerstand unserer Genossinnen in den Gefängnissen grüßen, welche seit dem 15. Februar in den Hungerstreik getreten sind.
Berkhodan Giane, Biji Berkhodana Zindane, Biji Pekeke, Biji Pekeke, Biji Serokapu.